Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf Gameplay Gamers oder auch auf YouTube, je nachdem, wo ihr das Video entdeckt habt. Ich hatte ja bereits vor kurzem die Stargate Kommando SG-1 Box mal ausgepackt und euch vorgestellt. Und dasselbe mache ich jetzt auch mit der Stargate Atlantis Box, die jetzt ebenfalls bei mir eingetroffen ist. Dazu muss ich sagen, Stargate Atlantis kannte ich nicht, also ich kannte es schon, dass es existiert und dass es auch parallel, also zumindest die ersten drei Stargate Atlantis Staffeln, parallel zu den letzten drei Staffeln von SG-1 laufen, aber ich hatte bisher einfach noch keine Zeit oder eher gesagt nicht die Gelegenheit, Stargate Atlantis wirklich von Anfang an zu gucken, und es wurde jetzt zwar auf Tele 5 was, glaube ich, gestartet jeden Donnerstagabend, aber ich will mir keine Serie über 2 Jahre lang angucken, wenn ich sie auch direkt in einer Komplettbox bekommen kann. Und da ich Stargate SG-1 und Stargate allgemein richtig cool finde, habe ich dann einfach mal gesagt, dass ich mir diese Box hier mal bestelle. Die hat bei Amazon jetzt auch, ich glaube, 77 € gekostet, also für 5 Staffeln. War das eigentlich noch akzeptabel, weil so jede einzelne Staffel auch 20 bis 30 € gekostet hat. Dann habe ich gesagt, holst du die Komplettbox und dann hast du es auch komplett. So sieht Box von vorne aus. Also man sieht hier das Sterntor und darunter Atlantis, gehe ich mal stark von aus. Und hier oben steht dann noch die komplette Kollektion inklusive Bonusdisc. Hier auf der Seite des Schubers sieht man noch halt ein Chevron vom Stargate und natürlich hier wieder Stargate Atlantis, die komplette Kollektion. Und so sieht die Rückseite aus. Ich halte euch das mal ins Bild, dann könnt ihr stoppen, wenn ihr euch den Text durchlesen möchtet. Und hier unten sieht man dann die Hauptcharaktere von Stargate Atlantis, wobei man ihn und ihn ja schon aus SG-1 erkennen müsste. Und hier auf der unteren Seite sieht man noch, welche Staffeln enthalten sind. Also Season 1, Season 2, Season 3, Season 4 und Season 5, also die komplette Serie. Und es hat eine gesamte Laufzeit von ca. 70 Stunden. Im Vergleich, Stargate SG-1 hat, glaube ich, 156 Stunden Laufzeit insgesamt. Ja, ich werde euch diese Box jetzt auch mal auspacken. Und hier muss ich wirklich ganz vorsichtig sein, habe ich gerade bemerkt. Damit auch wirklich nichts kaputt geht, weil diese Box soll ja noch eine ganze Weile halten und als Sammler möchte man sowas ja auch ziemlich gerne im Regal stehen haben. Und auf den ersten Blick muss ich direkt sagen, dass die Box sehr hochwertig ist, sogar glaube ich ein kleines bisschen hochwertiger als beim bei der Staffelbox, also der kompletten Staffelbox von SG-1, weil die war ein bisschen dünner von der Pappe her noch, also jetzt nicht dramatisch schlimm, aber ja. SG-1 von vorne aus ist nicht. Na toll, das ist jetzt hier ein bisschen verschmiert, da muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie was machen kann. Irgendwie, ob ich das säubern kann oder ob Amazon mir da einen Nachlass gibt, weil ich finde das richtig hässlich. Aber gut, das kann auch einfach an der Produktion liegen, kann ich jetzt nicht sagen. So sieht dann die ganze Disc aus. Also hier hat man gesagt, kein Booklet beilegen, sondern wohl einfach die ganze Episodenzahl. Bei 100 Episoden geht das ja vielleicht noch. Einfach hier aufschreiben. Ich halte euch das jetzt mal so ins Bild. Ihr könnt dann gerne überprüfen, ob das auch in der richtigen Reihenfolge ist. Ich weiß es leider nicht. Bei SG-1 gab es eine Verwechslung, wobei ich noch nicht weiß, ob die auch in der Komplettbox jetzt noch wieder dabei ist, die neu aufgelegt wurde. Müsst ihr im Video nachschauen. Ich habe das dann als Kommentar unten reingeschrieben. Ja, ich denke mal, das kann man eigentlich ganz gut lesen. Vielleicht das Bonusmaterial mal näher beleuchten. Ansonsten einfach mal stoppen und durchlesen. Und die ganzen Atlantis-Boxen, die sehen dann auch ein bisschen ähnlich aus. Das finde ich eigentlich relativ gut. Hier verfolgt man anscheinend ein ähnliches Konzept. Ist dann richtig schön einheitlich. Und hier kann man es auch gut sehen, welche Disc es ist. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie mir Stargate Atlantis gefallen wird, da ich die Serie, wie gesagt, noch nicht nicht kenne. Und ich sie mir jetzt auf jeden Fall parallel mit den letzten drei Staffeln von Stargate SG-1 angucken werde.
weil ich ja SG1 zwar schon komplett gesehen habe, aber jetzt sind wir auf der erneuten Ausstrahlung auf Tele 5, hat ja der Sender nur die Serie nur bis Staffel 7 gezeigt und da bietet es sich ja geradezu an, mit Staffel 8 SG1 und Staffel 1 Atlantis anzufangen. Ich habe mir da im Internet auch schon ein Episodenguide runtergeladen, wie ich die Folgen in der richtigen Reihenfolge gucken müsste, um auf keinen Fall gespoilert zu werden, obwohl es da ja eigentlich sowieso, glaube ich, minimal ein paar Übergriffe gibt. Ich weiß zum Beispiel in SG1, also das SG1-Team wird auch irgendwann mal kurz in einer Episode in Atlantis sein, aber ich glaube, viel mehr war da nicht. Man hört immer, ja, in der Atlantis-Basis ist irgendwas passiert, aber hat dann irgendwie auch keine Auswirkung auf SG1 gehabt. So, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Besucht uns auf Gameplay Gamers. Ich werde vielleicht zu den Boxen, wenn ich sie beide durch habe, auch ein Review schreiben. Das kann allerdings noch etwas dauern. Vor nächstem Jahr wird das sicherlich nichts. Wenn ihr ein paar Fragen zu der Serie habt, zumindest zu SG1, werde ich euch ziemlich viel sagen können. Zu Atlantis eher noch nicht, aber ich werde alles versuchen, so gut wie möglich euch zu erklären. Also, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.